Ja moin und willkommen zu Final Fantasy XIV. Ich bin der Plixas, aka Quirrell Azral, der Krieger des Lichts. Moin! Heute mal mit einem neuen Game, mit Final Fantasy XIV. Ich habe das Spiel schon sehr lange gespielt und ich liebe es. So sehr wie Kingdom Hearts. Es ist auch von gleichen Ersteller, Square Enix. Oh, ich liebe dieses Spiel, ohne Witz. Es ist so ein schönes Spiel. So ein schönes Spiel. Ich bin auch dabei, die Story noch weiter zu spielen. Die Story ist sehr umfangreich. Sehr, sehr, sehr umfangreich. In Final Fantasy XIV kann man eine ganze Menge und ganz viel machen. Halt übertrieben viel machen. Also, wo fange ich denn an? Jede einzelne Klasse hat seine eigene Storyline. Und ich finde das so gut gemacht. Genauso wie Klassen wie Krieger-Magier. Steht da hier, Klassen, Krieger-Magier und Jobs sind Handwerker-Sammler. Jobs haben sogar eigene Storylines. Es gibt halt eine ganze Menge an Story. Das ist halt so geil. Es ist keine Pflicht, die zu durchleben, zu erspielen. Aber es ist schon sehr, sehr interessant, die Welt von Eosea heißt es. Das hier ist Eosea und ich finde das einfach genial. Ich kann es leider nicht größer ziehen. Bleibt groß. Game so gut spoilerfrei wie möglich eigentlich zeigen. Es ist eigentlich alles Spoiler. Ich spiele das Spiel schon eine ganze Weile. Live auf Twitch, by the way. Und ich kann euch den Nugelritter empfehlen in der Story. Die ist sehr schön gemacht. Genauso wie dem Weisen. Auch super gute Story. Eigentlich ist jede Story cool. Und Schnitter ist auch mega cool. Jede Klasse ist an sich sehr cool. Und man kann immer noch wechseln. Man kann alle Klassen spielen. Man ist aber nicht auf eine Klasse gebunden. Was ich halt mega cool finde. Und die Leute wie Handwerker im Sammler. Man kann das machen, muss man aber nicht. Das Spiel ist immer noch so lebhaft. Man kann sich auch richtig cool anziehen hier. Ganz auf den Charakter untersuchen. Kann ich dein Profil angucken. Und man kann sich richtig cool designen. Ich kann extrem viel erzählen über das Game. Das Blöde ist, manchmal bin ich halt super, super schlecht beim Erklären. Deswegen brauche ich entweder manchmal länger oder umschreibe das so komisch, dass das wiederum keiner versteht. Was mache ich? Was werden wir machen? Wir machen einfach mal ein Dungeon. Mit Inhaltssuche. Ja, klar. Unten die Leiste. Es gibt einiges zu sehen, einiges zu machen. Es ist krank, dieses Spiel. Das Spiel hat ein Spiel in einem Spiel in einem Spiel in einem Spiel in einem Spiel. Das sind mehrere Spiele in einem. Zimmerer werden, craften, Minenarbeiter werden, Sachen sammeln. Das sind dann die Kriegerklassen, womit du in den Dungeons reingehst, in den Raids reingehst. Story Progress Must, die geöffnete Karte. Da kann ich sehen, welche Quests ich noch offen habe. Ja, ich habe eine ganze Menge an Quests noch ganz viel offen. Beispiel die gelben Quests, diese Quests hier, mit diesen Zeichen hier. Das sind so Nebenquests. Schalten nicht wirklich viel was frei, nur das ist nicht wirklich storyrelevant, nur so Zeitinfo, so. Na, Schickschnack. Die Quests mit dem blauen Ausrufezeichen, mit dem Plus darunter, das sind Quests, die meistens was freischalten. In dem Fall die Gilde der Fischer. Wie der Name schon sagt, schalte ich Fischen frei, damit ich fischen gehen kann. AKA hier unter Klassen Jobs, Handwerker, Sammler, Fischer. Schalte den Fischer viel frei. Hier, ich kann auch eine ganz andere Klasse lernen. Hier der Hermetiker-Gilde. Hermetiker-Gilde. Hier, ich schon mal hier. Klassen Jobs, Kira Magier. Hermetiker, hier. Magischer Fernkämpfer. Hermetiker. Ich kann einfach die Klasse wechseln. Und das Coole ist, ich habe hier meine spezielle Liste an ganzen Klassen, die ich gelernt habe inzwischen. Man muss hier selber machen, mit neuen Set erstellen. Die ist zwar jetzt Bade, ich habe da schon das drin. Ja, ich kann inzwischen die Klassen lassen wechseln. Den Maschinisten, den Dunkelritter. By the way, guckt euch meinen Dunkelritter an. Ist er nicht cool? Wait. Da ist er, Marius. Hallo! Marius ist einfach ein Lieber. Er ist einfach ein ganz, ganz Lieber. Denn er begleitet mich durch das Spiel. Und ich freue mich einfach, ihn zu sehen. Ich freue mich einfach. Yay! Yay! So gut wie möglich darzustellen, dass ich halt gecatcht bleibe, dass ich nicht als Beispiel in so einer Art nächstens verfalle. Wie nennt sich das? Nee, nicht Jetlag. Und guck mal hier ist auch noch ein Milamekote, aka Seegurke. Community ist einfach mega cool. Ich liebe die Community in Final Fantasy XIV. Die sind alle mega super nett. Revolverklinge, mich inspirieren lassen sollen, weil die Waffe halt so auf den Schultern drauf ist. Und das mag ich irgendwie mehr, wenn ich zum Beispiel so ein Sora-Cosplay gemacht hätte. Ich Cosplayer dann für ein Zeichen. Die Krone ist ein bisschen weird, ja. Aber er hat die Waffe nur auf den Schultern, wenn man die Waffe raushält und ja, nichts macht. Das ist quasi die Idle-Animation, wenn man die Waffe rausgehalten hat. Ich hab dann eine coole Waffe. Ach, da hat mir mal der liebe Marius.
Ich danke nochmal Maris für die tolle Unterstützung. Kann ich das nicht anziehen? Ach, ich kann es noch nicht anziehen. Es ist halt Level 80. Auf jeden Fall würde ich dann so aussehen. Mit dem Schwert. Keyblade. Das ist hundertprozentig ein Reference, dass es ein Keyblade ist. Ohne Witz. Natürlich, die Klinge ist ein bisschen krank. Wenn man weiter und weiter von dem Spiel voranschreitet, voranschreitet in dem Game, schaltet dann diverse Inhalte, sowie Dungeons, sowie Raids, sowie Prüfungen und so weiter frei. Und es gibt in jedem Add-on verschiedene Arten von Dungeons, Prüfungen, zum Beispiel so die Kämpfe, die Götterdämmerung, Ifrit, Garuda, Titan, Leviathan, Ramu, Shiva, also schon eine richtig coole Ansammlung an Gegner. Es gibt auch alte Gegner aus anderen Final Fantasy Games. Und es gibt auch noch Raids, wo halt mega viele Spieler da sind. Ja, und jetzt sind wir in einem Inhalt, Level 60. Machen einfach mal einen Dungeon, zum zeigen, wie das Spiel ist, wie das Kampfsystem ist. Das Kampfsystem ist natürlich üblich in ähnlichen MMOs, relativ ähnlich. Machen jetzt ein schönen Inhalt jetzt. In Zor Kai heißt der Inhalt. Und ja, die Musik. Allein die Musik ist so toll. I love it. Dieses Game ist einfach genial. So ein geiles Spiel. Genau. So, dann machen wir. Der Bade spezialisiert sich natürlich auf Fernkampf. Der Bade hat spezielle Buffs. Er kann Attacken buffen. Gruppenmitgliedern, direkter Treffer wird erhöht, ausgeteilter Schaden wird erhöht, ich habe noch die Songs, ich habe hier spezielle Balladen, natürlich ich bin ein Bade, vorher war ich ein Waldläufer, dann wurde er sich zu einem Baden entwickelt und habe dann so halt Songs, die ich halt abspielen kann und die buffen halt jemanden, genau. Und ich habe halt spezielle Fähigkeiten, natürlich AOEs, wie man es kennt. Single Target, On-Hit, physischer Schaden. Genau, also mega, mega cool. Hier, weißer Wind, mache ich einen On-Hit. Weißer Wind leidet schrittweise Windschaden. Giftbiss leidet schrittweise Giftschaden. Ne? Ja, ich kann nicht immer alles zu jedem Inhalt alles dazu sagen. Aber ich versuche mein Bestes halt, auch von der Story halt, auch alles mitzubekommen. Es ist halt, ui. Natürlich, schon ist relativ schwer, alles im Kopf zu behalten, weil es gibt inzwischen halt viele, viele, viele Add-ons. Es gibt AoW Reborn, es gibt Heavensward, es gibt Stormblood, es gibt Shadowbringers, es gibt Endwalker und ab 2024 Sommer, nächstes Jahr, gibt das Add-on Downtrail. Und da geht die Geschichte nochmal weiter. Also jedes Add-on hat seine Spielzeit. Die Story hat eine Spielzeit, lass mich lügen, 30 bis 60 Spielstunden, wenn man nur die Story macht, glaube ich. Natürlich, ich mache nicht nur Story, ich mache alles Mögliche an dem Game. Natürlich mache ich noch paar und ab und zu Dungeons. Ich laufe noch andere Inhalte. Der Tank ist gestorben. Ich mache so auch andere Inhalte. Okay, jetzt muss ich gerade konzentrieren, dass der Tank wieder da ist. Ich bin ganz mega verwirrt, warum Tank gerade gestorben ist. Woher, wie auch immer. Ich rede so casual und konzentriere mich so gar nicht, aber ja. Genau. Also das Spiel spiele ich auch, also versuche ich jeden Tag auch auf Twitch zu bringen. Nicht immer. Natürlich, manchmal ist die Lust nicht immer da. Klar, ich spiele Klasse auch komplett falsch gerade. Ich muss natürlich auch nicht drauf machen. Ich muss darauf achten, dass ein Lied an einem anderen gedings wird, abgespielt wird. Andere Spells sind bei mir auch gerade ausgegraut. Das ist, weil ich die Spells nicht freigeschaltet habe für den Dungeon. Aber man muss eine spezielle Art Level erreichen. So, jetzt kämpfen wir gegen Moglin, der Ruhmreiche. Oh, wie geil. Ich liebe das so sehr.
Ich höre einfach die Musik an. Das erinnert mich an einen Halloween Town, finde ich. So, und das Konzept an den Game ist, an den Boss ist, wir müssen die, die Morgringe so gut wie möglich alle besiegen, weil so bekommt der Boss halt Schaden. So, ich muss noch einen Zaun aktivieren, sehe ich gerade. Auch nicht drauf. Zack. Ich glaube, das war so, glaube ich, der Boss so. Muss man. Genau. Da muss man sie jetzt weghauen, ne? Aber ich muss sie weghauen, damit sie nicht wiederbelebt werden oder so ähnlich. So, weil in den Kreis waren die gerade alle. Und da wollte ihr gerade wiederbeleben. Der Moglin. Und das ist sogar der Teil 1 der Bosskampf. Es gibt natürlich noch mehrere Zwischenbosse. Das ist eine Art Zwischenboss. Ich kann es leider nicht mehr sagen, was das für nochmal war, was das so nochmal war in der Story. Es gibt natürlich auch Cutscenes, die ich auch aktivieren können, aber das ist spoilert, würde ich mal sagen. So, kriegen wir mal alle Morgris hier. So. Oh, er ist am Rand. Okay, nice. Er ist down. Ach. Ja, nach jedem Boss gibt es eine Kiste. Natürlich RNG. Schauen wir mal. So. Das Spiel ist einfach auch mega schön. Gute, gute Grafik, würde ich auch schon fast schon sagen. In den nächsten Add-on von Downtrail, jetzt glaube ich so, genau, gibt es nochmal ein Grafik-Update, was halt schon sehr gut ist. Weil das, ich finde es schon krass, dass überhaupt das Spiel von der Qualität halt so gut ist. Das Spiel hat von der Leistung halt so gut. Wir müssen erst zerstören. Was stiften da? Gegen uns weiter noch. Ich kann mich noch daran erinnern. Nein! Nein! Und man kann in dem Game auch eine ganze Menge einstellen. Man kann im System, Layout, alles einstellen, was das Herz begehrt. Die Gruppenliste, die Kommandomenüs, alles auch Größe anpassen, die Minimap. Mega, mega cool. Das Spiel ist auch super anwenderfreundlich. Man kann es auch auf der PlayStation 4 und 5 spielen, aber auch bald auf der Xbox. Oder ist schon auf der Xbox? Bin ganz unsicher. So, zack. Zack, so. Boah, I love it. Die Story ist auch mega tiefgründig. Also wenn ihr einmal drinne seid, dann seid ihr drinne. Also wenn ihr halt auch so Story Games mögt. Das Ding ist, Final Fantasy basiert eigentlich, ist ein MMO. Bedenkt mal, es ist ein MMO. Aber die Story in Final Fantasy 14 ist halt so gut komplex gemacht, so gut gemacht. Und ich mag es einfach. Das passt einfach für Final Fantasy das Teil. Bisschen, ich finde es auch ein bisschen weird, dass es die Story so gut ist bei einem MMO. Ich weiß jetzt nicht, wie es bei anderen MMOs sind, weil typisch bei anderen MMOs, da läufst du einfach durch die Dungeons, da läufst du einfach weiter, du machst Sammeln, du machst Questen, aber du interessierst dich eigentlich nicht wirklich für die Story, finde ich jetzt. Ich weiß nicht, wie andere sehen, aber Final Fantasy 14 hat das schon sehr, sehr gut gemacht mit der Story her. Und ich liebe es, deswegen liebe ich dieses Spiel. Ich mag halt Spiele, die halt eine tiefgründige Story haben. Und dieses Spiel hat auch schön Spieleinhalte. Also man verbindet die Spieler miteinander, indem die einfach zusammen das Spiel Final Fantasy spielen. Und das Spiel zusammen halt so gut erleben können. Es ist zu viel geredet hier. Natürlich das wahre Endgame eigentlich ist natürlich das Glam. Man muss versuchen, so cool auszusehen wie ich, nein Spaß, halt cool auszusehen. Am Anfang ist man richtig mega weird vom Aussehen her, aber das tut am Anfang nicht. So, der nächste Boss, Session Boss, Porphyra machen wir. Mal die Ballade, Hymne des Kriegers anschalten, Gruppenmitglieder im Kreis. Trefferwahrscheinlichkeit erhöht. So, müssen wir jetzt nach hinten. AOE. Bam. So, jetzt müssen wir auf einem Ort, am Rand der Karte. Des Dungeons. Der Map, das habe ich. So, nochmal Damage Boost auch mal rein. Ballern. On-Hit drauf. Zack. Nochmal On-Hit drauf. Ich habe auch die eiserne Kiefer. Das macht, dass man auch nicht nochmal resettet wird. Aua, Blitz. Oh Mist. Das haben die Dings zerstört. Ich glaube, ich wurde markiert oder jemand anderes wurde markiert.
Weil jetzt ist der Rand jetzt geblitzt. Deswegen müssen wir immer aufpassen, wenn er wieder die Attacke macht, wo wir an den Rand stehen müssen. Okay, sehr gut gemacht. Das ist alles zerstört. Jetzt können wir nur noch hier stehen. Und dann müssen wir hinten stehen erstmal. Aua. Kann ich eben, zack. Ja, wir dürfen nur hier stehen. Wusch. So. Da waren wir wenigstens safe. Lass den Boss nach hinten, bitte. Das zerstört noch die einzelne Kampfform. Na gut, den schaffen wir aber jetzt. Und dann schaffen wir den. Ja, okay. Das ist gut, dass wir in der Mitte gestanden sind. Das Ding ist kaputt. Aber egal. Auch jetzt geschafft. Boss ist down. Und why? Wieder holt das Level up. GZ. So. Ach, die Atmosphäre ist halt so schön. So ein schöner Dungeon. Mega, mega cool. Die Namen sind sehr skurril und sehr schwierig auszusprechen. Im Stream tue ich es mir wirklich immer schwierig, den Namen auszusprechen. Es gibt auch Cutscenes, die vertont sind. Yo! Resvelger! Bisher schlägst du dich gut. Oder so. Ja, genau. Bisher schlägst du dich gut, aber es ist noch nicht vorbei. Stimmt, jetzt erinnere ich mich. Wir müssen uns erkenntlich zeigen und einen Test bestehen. Und deswegen müssen wir den Tower erklimmen und gegen Resvelger kämpfen. Das war der Dungeon. Jetzt erinnere ich mich. Huch, was ist das denn? Aha. Ja, machst du wahrscheinlich den Weg auf, oder? Kannst du anfangen? Wusch. Yo. Kristall-Eisweg gemacht. Da ist er, der Eisdrache. Und dann mal drauf. Zack. Zack. Ich liebe dieses Spiel. Ich kann es nicht oft genug betonen, oft genug sagen. Dieses Spiel ist einfach Liebe, wie gesagt. Man muss halt auch drin sein in der Story. Wenn man alles gibt, natürlich, verschiebt man nicht viel. Zack, Kiste öffnen. Zack, ich einfach mal alles. Gier. Oh, sind gute Sachen wahrscheinlich dabei. Was hat er gesagt? Nitok wird keine Gnade kennen. Kämpfe so, als stünde er vor dir gegenüber. Guck dir es an. Da ist Resvelge. Komm, zeige mir, welche Kraft dieser sterblichen Leib inne wohnt. Was ich manchmal noch mag, ist, wo wir gegen Midgard Sommer kämpfen. Natürlich die Leute, die... Oh Mist, nach links. Die... Gut, dass ich noch gesehen habe, wie andere hingelaufen sind. Muss auch achten, was die Gegner auch sagen. Also, kommt drauf an, was diese Gegner sagen oder was die machen. Das Beispiel in dem Fall war halt einer deiner Flügel am Geleuchten gewesen, deswegen muss man in eine andere Richtung gehen. Guck mal hier. Hier müssen wir einmal erst nach hinten und dann wieder an zur Seite, weil da so ein Pfeil war. Sehr cool. So, hier müssen wir alle zusammen. Da kommen so Dreier Bursts, weil da so drei Pfeile waren. Ich drücke welche mit einem Pfeil. Zwei Bursts. 3 Bursts. 4 Bursts? 5 Bursts? Okay. Hat der Heiler nochmal das gut geschildert? Der Marius. Was dieser rote Pfeil auf dem Tank war, das jetzt? War ein Tankbuster, nennt man sich. Da muss man, darf nicht auf ihn stehen, weil man viel Damage bekommt. Beziehungsweise bombt eher den meisten Damage. So, jetzt müssen wir an der rechten Seite. Zack. Genau, und wenn er halt rot leuchtet und hängt, muss man ihn auch gut schilden und so weiter. Da ist er Healer verantwortlich, kann man sagen. Das ist ein Boot einfrieren, dann müssen wir und rutschen wir. Mega cool. Wow.
Wow. Oh no. Lass mich hier raus. Danke. Oh, Damage Boost, Damage Boost. Zack. Die ist so toll. Dieses Game. Einfach Liebe. Kann ich auch genug sagen, Mann. So, alle zusammen. Der Tank ist nicht leben, sehe ich gerade. Zack. Noch einer, oder was? So, an der rechten Seite. Ein linker Flügel leuchtet. So, das ist, da ist der Limit Break. Zack, zack. Das war der Limit Break von den Fernkämpfer. Ich hätte auch den gleichen Limit Break gehabt. So, das war der Boss. Ist mal Ehren hier, Ehre, Ehre. So, Tank. Danke, dass du getankt hast. Du, Marius. So, Ausgang, raus aus dem Dungeon. Das war der Dungeon und ja, mega, mega cooles Spiel. Natürlich, es gibt nicht nur das zu sehen, wie gesagt. Das hat Spaß gemacht. Dieses Game ist einfach Liebe. Dann verlasse ich mal kurz die Gruppe. Natürlich, das Endgame ist der Glam. Und das ist halt schon schwer genug, sich irgendwie so zu kleiden. Am Anfang des Spiels ist es natürlich, du hast noch nichts, du bist noch ganz am Anfang, du hast die Startklamotten an. So alles so nach und nach kommen dann immer so ein paar Klamotten dazu. Oder gibst einfach mal echt Geld aus. So, ich kann auch gerne eine ganze Menge zeigen. Ich würde sagen, das ist schon mal ein kleiner Anblick in Final Fantasy 14. Und das war's mit dem Video. Ich bin der Plixas. Wir sehen uns hoffentlich im Livestream auf twitch.tv/Plixas. Und ja, haut rein. Ciao, ciao.